Hallo, so, jetzt reden wir über das Multiplizieren oder Malnehmen von Dezimalstellen, also Zahlen mit einem, Dezimal Zahlen, Entschuldigung, also Zahlen mit einem Komma. Und du wirst sehen, das ist auch nicht schwieriger wie normale Multiplikationsaufgaben. Wenn du schon weißt, wie du mehrstellige Zahlen multiplizieren kannst, und das sind eigentlich alles Videos, die du vorher schon hoffentlich dir angeschaut hast und Übungen dazu gemacht hast, dann sollte dir das auch nicht viel schwerer sein. Ich zeige dir jetzt mal gleich eine Übung oder eine Aufgabe und an dem Beispiel sprechen wir das jetzt einfach mal durch. Fangen wir an mit 75,18 mal 0,97. So, und jetzt. Oh, alles krumm hier, sorry. Und jetzt nehmen wir die Zahlen mal, wie wir das vorher auch schon immer gemacht haben. Also wir fangen von rechts an. 7 mal 8 ist 56 und schreiben das hier hin und denkt dran, einfach das Komma erstmal komplett ignorieren. Multipliziert die Zahlen, als ob das mehrstellige Zahlen wären. Also Komma kannst du einfach völlig vergessen. Also 7 mal 8 ist 56. Die 5 können wir hier in unseren Übertrag schreiben. So, und dann 7 mal 1 ist 7. Plus 5 ist 12. Ich wechsle mal die Farben durch. Obwohl, es verwirrt vielleicht zu sehr. Ich mache es einfach mal weiter in Rot. So, sorry dafür. Also 7 mal 1 ist 7. Plus 5 ist 12. 1 in unseren Übertrag. 7 mal 5 ist 35, plus 1 ist 36. Und 7 mal 7 ist 49, plus 3 ist 52. Und dann kommt sonst nichts mehr. Das heißt, die kann ich jetzt direkt hier hinschreiben. Okay. Dann rechnen wir noch die nächste Zahl von rechts aus. Die 7 haben wir schon durch. Jetzt kommt die 9 dran. 9 mal 8 ist 72. Jetzt fange ich unter der 9 an, also hier 72. 9 mal 1 ist 9, plus 7 ist 16. 16. 9 mal 5 ist 25. Nee, 9 mal 5 ist 45, genau. Ich bin auch schon mit meinem 1 mal 1 eingerostet, merke ich. Also 9 mal 5 ist 45, plus 1 ist 46. 46. Und 9 mal 7 ist 63, plus 4 ist 67. So, und jetzt addiere ich, also ich kann auch hier noch kurz ein Plus hinschreiben. Jetzt addiere ich die beiden Zahlen wie üblich. Also immer noch das Komma komplett ignorieren. Zuerst hier die 6, dann 2 plus 2. Bitte denk einfach dran, wie beim Multiplizieren von mehrstelligen Zahlen schon, dass du jetzt die Überträge komplett ignorierst. Also 2 plus 2 ist 4, 6 plus 6 ist 12, das heißt 2 und 1 gemerkt. 2 plus 6 ist 8, plus 1 ist 9. 5 plus 7 ist 12 und 6 plus 1 ist 7. So, und jetzt können wir über die Kommastelle nachdenken. Jetzt, die einfache Regel, die hier merken musst, ist einfach zählen, wie viele Zahlen hier oben, wie viele Ziffern kann man dazu auch sagen, wie viele Ziffern hier oben hinter dem Komma stehen. Und das zählen wir jetzt einfach mal durch. Das sind 1, 2, 3, 4. Und jetzt zählst du die Anzahl von rechts und machst dann dort ein Komma. Das heißt, 1, 2, 3, 4 und hier muss das Komma hin. Das heißt, 75,18 mal 0,91 ist 72,9246. Also immer einfach die Anzahl der Kommastellen insgesamt rechnen. Also wir haben hier vier Zahlen hinterm Komma. 1, 2, 3, 4. Und da machst du dann auch dein Komma. Ist eigentlich ganz einfach. Jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, was ist denn, wenn hier oben eine 0 noch wäre? Also 0,970 oder 57,810. Die Nullen zählen ja eigentlich nicht so richtig. Die verändern auch die Zahl nicht.
Und dazu machen wir jetzt einfach auch mal eine Beispielübung. Und zwar nehmen wir dazu 5,10 mal 1,09. Die 5,10 könnte ich auch als 5,1 schreiben. Das ist genau das gleiche wie 5,10. Es kann aber sein, dass das in einer Beispielaufgabe mal so geschrieben ist. Verändert den Wert der Zahl überhaupt nicht. Und die 0 kannst du eigentlich auch weglassen. Wir rechnen jetzt aber einfach mal mit der 0 und schauen mal, was dabei rauskommt. Und danach rechnen wir die gleiche Aufgabe nochmal ohne die 0 und schauen, ob wir hoffentlich zum gleichen Ergebnis kommen. Also, zuerst fangen wir an mit, nehme ich mal eine andere Farbe, 9 mal 0 ist 0, also wie du hoffentlich dich erinnerst, egal welche Zahl du mit 0 multiplizierst, ist es immer 0. Also 9 mal 0 ist 0, 9 mal 1 ist 9 und 9 mal 5 ist 45. So, dann nächste. 0 mal, wir haben gerade eben gesagt, alles, was du mit 0 multiplizierst, ist immer 0. Das heißt, wir haben hier 0 mal 0 ist 0, 0 mal 1 ist 0 und 0 mal 5 ist 0. Die Reihe hier hätten wir uns auch sparen können, aber der Vollständigkeit halber schreiben wir es mal hin. So, und jetzt noch die 1. 1 mal 0 ist 0. 1 mal 1 ist 1. Und 1 mal 5 ist 5. So, jetzt sind wir soweit, dass wir hier alles zusammenrechnen können. Also hier ist 0. 9 plus 0 ist 9. 5 plus 0 plus 0 ist 5. 4 plus 1 ist 5 und 5, einfach nach unten gezogen, ist 5. So, und jetzt der Schritt, den du bei Zahlen mit Komma oder Dezimalzahlen noch machen musst, einfach die Zahlen hinter dem Komma, die Stellen hinter dem Komma zusammenzählen, also 1, 2, 3, 4 und dann hier unten 1, 2, 3, 4 und genau an der Stelle machst du deinen Komma. Das heißt, unser Ergebnis ist 5,5590. So, jetzt habe ich dir gerade eben versprochen, lass uns die gleiche Aufgabe nochmal andersrum rechnen, nämlich indem wir jetzt die 0 hier wegnehmen. Also da könnte ich jetzt schreiben 5,1 mal 1,09. Damit wir es ein bisschen abwechslungsreicher machen, drehen wir die Zahl mal um. Wir rechnen jetzt einfach 1,09 mal 5,1. Du weißt ja bestimmt noch, bei der Multiplikation kann ich die Reihenfolge der Zahlen beliebig tauschen. Das heißt, das Ergebnis ist genau das gleiche. Das gilt übrigens auch für die Addition. Aber bei der Multiplikation kannst du es einfach umdrehen. Ist total wurscht. Das haben wir jetzt auch gemacht. So, und jetzt, also bitte denk, merkst du ja auch, ich habe jetzt die 0 hier weggelassen, also es ist keine 0. Und jetzt schauen wir mal, was hierbei rauskommt. Also fangen wir an. 1 mal 9 ist 9, 1 mal 0 ist 0 und 1 mal 1 ist 1. Genau, jede Zahl mit 1 multipliziert, siehst du ja auch hier, bleibt immer diese gleiche Zahl. So, und 5 mal 9 ist 45. So, da müssen wir unseren Übertrag dran denken. 5 mal 0 ist 0 plus 4 ist 4 und 5 mal 1 ist 5. So, und da sind wir schon so weit, dass wir hier die zwei Zahlen addieren können. Immer schön Spalte für Spalte, also hier kommt die 9 hin. 5 plus 0 ist 5, 1 plus 4 ist 5 und die 5 nach unten gezogen. Du siehst jetzt schon, es sieht ziemlich ähnlich aus. Aber ohne die 0 hier hinten. Jetzt schauen wir mal, ob das Komma richtig stimmt. Also wir haben gesagt, wir zählen einfach die Anzahl der Stellen hinter dem Komma insgesamt. Also 1, 2, 3 und tragen die dann hier unten ab. 1, 2, 3 von rechts und da kommt unser Komma hin. Das heißt, das Ergebnis ist das gleiche. 5,559, hier fehlt noch die 0. Aber du könntest hier noch beliebig viele Nullen ergänzen und die Zahl im Wert ändert sich nicht.
zumindest von unserer jetzt relativ frühen Betrachtungsweise. Da gibt es schon noch Unterschiede später, aber das ist erst wichtig, wenn du mal irgendwie programmieren willst oder Statistik rechnen willst. Darum brauchst du dir im Moment noch keine Sorgen zu machen. Das heißt, die Nullen kann man hier getrost wieder weglassen. Macht aber keinen Unterschied für die Zahl. Okay, letzte Übung, letzte Aufgabe. 0,0075 mal 1,5. So, jetzt haben wir mal eine Zahl mit vielen Stellen hinterm Komma. Und schauen wir mal, was hier passiert. Also, zuerst 5 mal 5 ist 25. So, 25. 5 mal 7 ist 35. Plus 2 ist 37. 5 mal 0 ist 0. Und das ist dann alles 0, ne? Hier kommen ja nur noch 0. Das heißt, 5 mal 0 ist 0, plus 3 ist 3. 5 mal 0 ist 0. Brauche ich nicht mehr hinschreiben. Kann ich aber machen. 5 mal 0 ist 0. So. Ändert er die Zahl auch nicht. Hier könnte ich beliebig theoretisch auch noch zusätzliche Nullen hinschreiben, wenn ich wollte. Die lassen wir aber weg. Ich hoffe, ich verwirre dich jetzt da nicht zu sehr. Also, dann die nächste Zahl von rechts ist die 1. Also 1 mal 5 ist 5 und 1 mal 7 ist 7. 1 mal 0 ist 0 und so weiter. 1 mal 0 ist 0 und 1 mal 0 ist 0. Genau, könnte ich auch weglassen. Also, jetzt alles zusammenzählen. So, meine Striche werden ein bisschen besser wieder. Also 5 kommt hier ganz rechts. 7 plus 5 ist 13. Nee, ist 12. Genau, sorry. Ist 12. Eins gemerkt. Und 3 plus 7 plus 1. 3 plus 7 plus 1 ist 11. Und 0 plus 0 plus 1 ist 1. Und hier stehen nur Nullen. Das heißt, jetzt im letzten Schritt einfach noch die Nachkommastellen zusammenzählen. Also, haben wir gesagt, welche nehmen wir mal rot hierfür. Hier ist eine, da ist noch eine, zwei, drei, vier, fünf. Insgesamt fünf Stellen hinterm Komma. Und hier unten habe ich jetzt aber leider nur vier insgesamt. So, was mache ich jetzt da? Also, du gehst jetzt einfach, wie du es vorher auch schon gemacht hast, du hast jetzt hier fünf Stellen hinter dem Komma, die müssen wir von rechts, also gehen von rechts nach links und zählen jetzt einfach mal hoch. Also es ist 1, 2 ist die dritte Stelle, vierte Stelle und hier wäre die fünfte und hier müsste das Komma hinkommen. Und das heißt, um da die richtige Zahl, das richtige Ergebnis am Ende hinzuschreiben, ergänzt du die Stelle, die fehlt hier, einfach mit der 0. Und da wir im deutschen Sprachraum immer vor der Kommastelle auch was stehen haben, ergänzt du hier auch die 0. Das heißt, als Ergebnis kommt hierbei raus 0,01125. Also als Regel kannst du dir merken, wenn du nicht genug Stellen hier unten hast, wie Nachkommastellen oben in der ursprünglichen Übung, dann ergänzt du einfach so viel du brauchst mit Nullen. Und dann kannst du dein Komma immer eintragen. Okay, ich hoffe, das hat dir Spaß gemacht. Viel Spaß noch beim weiteren Üben und tschüss.